Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Rocket League im Daily Ranking. Ich muss allerdings ankündigen, dass ich nicht mehr garantieren kann, dass ich jeden Tag ein Video bringe, da ich demnächst eine Prüfung habe und für die lernen muss. Und ansonsten gerade viel XCOM 2 streame. Was dann eben natürlich so ein bisschen dem entgegenspricht, wenn man dann sozusagen auch noch YouTube parallel machen will. Huch. Sind noch drei. Noch. Sehe mich nur ein. Wo ist unser Dritter? Wo ist denn unser Dritter? Ach, sind wir nur noch zwei. Geil. So viel zu dem Daily Ranking. Deswegen spiele ich irgendwie kein Rocket League Daily Ranking mehr so gerne, weil wir einfach nur. Ja, ich habe immer wieder solche Mitspieler. Immer und immer und immer und immer wieder. AFK, machen Quatsch. Oder spielen halt einfach generell nicht mit. Verdammt. Schön, dass er sogar wiedergekommen ist, weil gut, dass ich nicht geliefert bin. Oh, kein Boost. Null. Was wird denn jetzt hier alle? Das ist ein Quatsch. Was willst du? Jetzt springt er wieder nach jedem Ball. Er fährt immer den Ball hinterher. Die ganze Zeit. Jede verdammte Sekunde fängt er zum Ball. Oh Mann. Ja. Ja, er kann das nicht. Er ist irgendwie auf Speed oder so, keine Ahnung. Ohne Rückverluste geht er daran. Jetzt geh nicht ran. Ah, okay. Nicht, was ich wollte. Ich dachte, da kommt ein bisschen Hubber in die Ecke rein. Und der, den ich gekriegt hat, war ein bisschen kacke, weil war ich eigentlich voll der Meinung, den nimmt er. Wie ist denn der noch über mich gekommen? Fehlen mir irgendwie ein paar Frames. Gefühlt. Okay. Du.
Organisation in der Verteidigung ist doch das A und O. Jedoch. Die wäre sogar ohne. Gut, Dynamics. Nee. Nee. Nix mit Good Dynamics. Okay. Ah, oh, den hätte man haben können. Den darf man machen. Oh, diese Vorlage vor das Tor gerollt. Wir hätten es. Geh doch ran. Wir hätten viel eher machen müssen, viel direkter. Hatte versucht noch irgendwie rumzudribbeln. Das ist doch Quatsch. Es geht die ganze Zeit ran und wenn, also meiner Meinung nach, wenn es wichtig gewesen wäre, geht er nicht ran. Deswegen hat er gerade den Ball nicht ins Tor geschossen direkt. Da war keiner im Tor und keiner schnell genug, um den zu kriegen. Und er tippt den nochmal ganz sanft zur Seite. Anstatt einfach voll drauf zu ballern. Okay, ich muss. Lul. Wie ist denn der reingegangen? Den haben doch drei Leute abgewehrt. Die haben sie gegen sich weggekickt. Ich dachte, der 7 Boost, das reicht nie und nimmer für irgendwas. Uiuiui, schade. Schade, schade. Hier, nee, genau auf den Gegner. Den kriegst du nicht abgewehrt so einfach. Musst ihr rangehen, hoch. Da brauchen nicht alle springen nach dem Ball. Er geht ran, okay. Oh, verdammt, kommt noch einer, der oben drüber geht. Was leckt denn das jetzt hier so? Das ist gar nicht nett. Ich weiß nicht, ob das wieder die Map ist. Ich hatte das schon ein paar Mal auf der Map. Dass es sich irgendwie komisch glitchy anfühlt. Lustigerweise bei der Unterwasser-Map. Aber es scheint nicht so richtig synchron zu sein. Ich bin 52er Ping, ist ein bisschen höher als normal, aber. Wäre trotzdem ganz nett, wenn das synchroner wäre. Ach, verdammt. Den wollte ich eigentlich flach reinrollen. Ach nö. Lol. Oh nein. I didn't. Lol.
glaube ich, vor der Mitte runter. Oder ist keiner da zum Abnehmen? Alle hinten und so. Okay. Interessant. Ah. Och nö. Ach komm. Och komm. Hör doch auf, mich zu drehen, indem er unter mir steht. Bam! Schöne hohe Vorlage, der ist echt schwer abzuwehren. Der hat ihn sogar noch fast gekriegt, aber nur fast. Okay, er fährt nicht an. Warum ist jetzt der Random nicht angefahren? Die fahren immer an! Nur der nicht! Ja, dann sind wieder beide nach dem Ball gesprungen, den ich dann so doof abwehren, niedrig abgewehrt gekriegt habe. Irgendwie fühlt sich das komisch an hier auf der Map. Meine FPS wechseln halt immer zwischen 60 und 120 oder sowas. Da wurde ich ein paar Mal reingekickt in den Ball. Oh shit. Warum? Warum düdelt er dort so langsam rum? Da an der Wand. Er nimmt den Boost nicht mit und dann bremst er noch? Er bremst. Wow. Ihr sagt, die Fanning sollte ja auf dem Tor bleiben. Lass ihn einfach runterfahren. Dankeschön. Oh, meine Güte. Oh, das ist ein anstrengendes Match. So, wir fahren uns an, wenn wir nicht wissen, ob die Randoms boosten. Ich komme sogar vor ihm an, obwohl er die Vorwärtsseite macht. Der Klärversuch mit dem Gegner. Oh, die sind wieder zwei Leute, die vorfahren. Okay. Man muss aber dafür sorgen, dass er den spielen muss. Sonst kann den da ewig vor sich herholen. Das wäre kacke gewesen. Deswegen bin ich da gerade reingegangen. Falls ihr gerade noch eine Frage hatte. Sehr schön.
Zwei scharfe Bälle und der ist drin. Sogar zweimal auf die gleiche Ecke. Roll, roll, roll den Ball. Oh. Ganze 12 Boost. Wäre nicht mal reingegangen. Boah. Ist immer noch so, dass die irgendwie vorbeifliegen und dann der Ball erst die Bewegung kriegt, die er haben müsste. Ach, verdammt. Er hätte einfach nur hochziehen müssen und boosten. Und nicht den blöden Salto machen. Ja, ich habe echt noch überlegt, aber dann. Sehr angeschnitten im Ball. Oh! Was laggt denn das so? Ich raff's nicht. Super harte Lags. Warte. Nicht gut. Links! Ist nie Leute ausgetrickst gerade dort. Das hat mir auch gefallen, sehr gut, wie das gelaufen ist. Boah! Der Quetschball. Ach Gott, der ist schon viel höher als ich. Zu langsam. Aber der vielleicht. Och Mensch, fahr doch an! Den haben sie nicht abgewehrt bekommen. Lol. Alle vorbeigesprungen aus Panik. Ah, verdammt. Den hat er genommen, nicht ich. Juggle. Diese komische Abspringball, den nehme ich nicht. Ich will nicht, dass er in unsere Hälfte geht. Kann ich mal schön abschminken. Wow. What? Ich sehe nicht bei den Lags, was passiert. Bei mir war er nicht mehr am Ball und er hat den Ball beeinflusst. Oh Mann, was ist hier los gerade? Das verstehe ich nicht. Das ist einer bei uns, der so übel laggt. Legs, Legs, über Legs.
Irgendwie wäre ich auch davon beeinflusst, wenn ich hier einen habe, der da rumleckt. Anscheinend. Jetzt habe ich den eigenen Mann wieder erwischt. Oh Mann, ja. Aber zumindest zwei gewonnen von dem heutigen Daily Ranking. Von daher, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, ich werde mir Mühe geben, immer noch Videos zu machen, wenn ich selber spiele. Aber da ich viel XCOM spiele und dafür dann echt gerade viel Spaß habe, bin ich irgendwie eher am XCOM 2 spielen. Longbow ruft. Also, Dankeschön fürs Einschalten und bis bald.